Februar 2024. Ich war ja jedes Jahr jetzt im Frühjahr mal hier oben. Nein, im Winter, wir haben ja noch nicht Frühjahr. Ich weiß, Anfang Februar. Im Wald der sterbenden Eichen. Und Buchen. Hängen die toten Eichen in den toten Eichen. Seht ihr bis runter in der Entfernung 100 Meter die ganzen blanken, rindenbefreiten Eichen. Beim Buchen, hier ist schon eine ein bisschen länger, die schälen sich da so eher. Da liegt wieder eine Eiche, sieht man auch sehr gut nach langer Zeit. Da rottet nur der Splint ab. Und drunter bleibt das Kernholz sehr hart und sehr lange. Die Eiche hängt hier in einer geschälten Buche. Mal gucken, ob ich noch eine Buche auf dem Boden finde. Hier liegt, merkt er da was? Knackt. Sofort wird die Buche ziemlich schnell zum Oder durchgehend. Die Eiche bleibt ganz lang liegen. Junge, ältere. Zumindest wird der Wald immer lichter. Oben kommen schon die ersten Dornen. Unten durch ist stachlig. Manches stirbt stehend, manches wird entwurzelt und stirbt dann liegend, manches kippt und stirbt dann noch gar nicht ganz. Ist jetzt keine so extreme Gegend hier. Gibt es noch ganz andere Stellen bei uns im Wald. Das ist eine Stelle, wo man halt jedes Jahr sieht, wie es weitergeht. Was letztes Jahr noch grün war. Nur mal zur Gasse reingeschaut, was da quer liegt. Ist ja keine Gasse, so eine Flucht. Diese seitlichen hier üben. Ja. Bis hin da. Entrindete Bäume, hauptsächlich Eichen. Und im Sommer fällt es oft gar nicht so auf, gerade wenn man an den Hängen entlang schaut. Wenn man also unten in dem Tal, wo die Menschen leben, hier, die kommen hier sehr häufig inzwischen. Ich war an den Hängen. Wenn man unten im Tal entlang fährt, die Hänge raufschaut, hat man so gestaffelt die Bäume. Und wenn nur jeder zweite, jeder dritte noch Laub hat, sieht man die dazwischen, die kein Laub mehr haben, eigentlich nicht. Ah, wieder Dornen, in denen ich schon drin hänge. Überall kommen sie hier. Die Eiche, 45 dürfte sie haben, liegt schön da. Ja, nicht immer danach. Bei dem ist es sehr offensichtlich.
Da sind gar keine kleinen Äste mehr, die ist komplett tot. Hier daneben die Buche natürlich auch. Wenn ihr euch solche großen anschaut, da habt ihr oft noch oben feine Verästelungen. Die sind eigentlich durchgehend belaubt. Sie sind meistens auch noch relativ fit. Wenn allerdings, wo haben wir denn was? Dieses feine Geäst, das sieht man auch als im Winter ohne Laub, ohne das feine Geäst anfängt zu fehlen. Hier dazwischen ist einer. Da sind nur noch oben so einzelne dünnere, aber kein so fein Geäst mehr. Das sind eigentlich die Kandidaten, die dieses Jahr vermutlich auch, wenn es feucht wird oder noch feuchter bleibt, nicht überleben werden. Die sind schon derart geschädigt. Da haben wir einen. Da ist oben gar kein nichts Feines mehr dran. Ich guck mal, ob man es besser sieht im Zoom. Hier. Da seht ihr zwar noch diese die kleinen Ästchen, aber ich schwenke jetzt mal rüber. Dieses Feine, wie jetzt bei dem hier direkt daneben, ist nicht mehr da. Und dieses Feine ist das Blattwerktragende. Also diese Eiche ist fast tot, sieht man auch weiter unten. Möglicherweise auch gegen das Licht. Hier, da seht ihr es jetzt. Da platzt schon die Rinde ab. Also die Eiche lebt noch, die treibt auch in dem Jahr noch aus. Aber die macht halt keine 300 Jahre, keine 150 Jahre mehr, sondern vielleicht noch 3 Jahre. Dann ist die tot. Mal eine andere Flucht, die sich gerade aus dem Standort ergibt, im Zoom. Tot, 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 tot. Und hier diese schwarzfleckigen Eiche, das sind die nächsten Kandidaten, die absterben. Diese schwarzen Flecken ist das Vorstadium von den Stellen, wo die Eiche die Rinde verlieren wird. Interessanterweise sind es diverse Bäume, die im Bereich 2-3 Meter über dem Boden anfangen, die Rinde zu verlieren, in dem Bereich abzumodern und dann auch umbrechen. Sieht man jetzt hier in dem Bestand nicht so sehr, aber an anderen Stellen hier doch immer mehr. Gut, lassen wir es bei dem Eindruck von unserem schönen Wald hier, eine Querflucht mal noch, weil wir jetzt wieder, habe ich vom Südosten in Nordwesten geblickt, jetzt bin ich ziemlich Süden zum Norden schauend. Das sind so Schneisen, die sich da auftun. Und das ehemalig stehende Holz liegt halt jetzt. Oder hängt. Und damit verabschiede ich mich.